Ja, und in dem Sinne, hallo und herzlich willkommen, liebe Disney-Infinity-Freunde, zu einem neuen Unboxing. Und zwar sind heute neue Figuren rausgekommen von Disney Originals. Und ja, ich habe mir 3 Stück davon gekauft, nämlich die ich auch haben wollte, nämlich den Aladdin. Den wollte ich unbedingt für mich haben. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass Jasmin auch noch rauskommt, kam aber nicht. Dann habe ich Tinkerbell geholt, ne? Ja, ne, für meine Kleine natürlich. Und Stitch habe ich geholt, von Sarah, so cool. So, Freunde, heute gehen wir aber direkt erstmal nach Aladdin rein, ne? Und ja, wir machen jetzt ein kleines Unboxing. Dann gehen wir in meinen Innenbereich, werden den auf Level 1 bringen. Und dann gehen wir nochmal in unsere Heldengalerie rein, ne? Um den dort einmal zu aktivieren. So, Freunde, dann würde ich sagen, ja, fangen wir direkt einfach mal an, ne? Oder? Ja, klar, ne? Zack, so, auf das Dingern. Und zack, so, und diesmal ist die Karte hier mal so separat drin, muss ich sagen, sehr cool, und okay. So, Freunde, ja, dann haben wir hier erst einmal die Karte, unten seht ihr es, Disney Originals, also die sind dann wirklich auch nur in der Toybox verfügbar. Ja, gut, ja, und steht es ja auch in der Toybox 2.0, und man kann die leider nicht im ersten Teil spielen, also sind wirklich nur kompatibel mit dem zweiten Teil. Und ja, Aladdin, Freunde, hier haben wir ihn. Ne, sieht eigentlich ganz cool aus. Ich habe mir eigentlich noch gehofft, so eine Aladdin-Welt. Ne, aber diesmal wird es wohl keine anderen Welten geben als von Marvel. Ich hoffe, dass da noch Welten rauskommen, ne, weil wir sind bald durch mit allen. Und ja, wäre schon traurig. So, hier haben wir den Aladdin, Freunde. So, und ich würde sagen, wir gehen mal direkt jetzt in meinen Innenbereich. Und dann werden wir den jetzt erstmal aktivieren. Und dann werden wir mal schauen, wie seine Attacken etc. alles so sind. Ne? Gut, ja, was ihr jetzt gleich seht, ihr habt noch nicht alles gesehen. Ich habe nämlich schon wieder ein bisschen vorgearbeitet. Ich glaube, 2-3 Folgen müssten noch freigegeben werden. Ja, also ihr müsst euch halt jetzt vorstellen, 2-3 Folgen haben wir dort weitergebaut, als das, was ihr jetzt vielleicht gleich sehen werdet. So, ich setze mir mal meine Kopfhörer auf, dann geht das, würde ich sagen, auch nochmal ein bisschen besser. Genau, so. Ja, endlich neue Figuren, oder Freunde? Endlich, endlich, endlich. Ja, und es ist ja ein neues Starter-Pack auch rausgekommen, so ein Toybox-Combo-Set. Ja, für, ich denke mal, dass ich es extra für Kinder gemacht halt, ne? Mehr für Disney Originals sind die dann auch drauf gegangen. Und da ist dann wirklich nur das Spiel mit der Toybox. Und es sind 2 Bonus-Spielmünzen drin, die es so, glaube ich, einzeln gar nicht zu kaufen gibt. Da muss ich mal gucken, wie ich da dran komme, wenn er, weil an das Toybox-Combo-Set, da will ich mir ihn jetzt deswegen nicht unbedingt noch kaufen. Ja, und es sind noch neue Figuren rausgekommen. Die Avengers gibt es jetzt auch als Playset. Und da ist nochmal der Thor, Hulk, sind jetzt auch nochmal alle rausgekommen. Und Donald Duck haben wir ja schon mal letztens ein Unboxing gesehen. So, jetzt fangen wir an, Freunde. Zack, wir packen den mal hier drauf. Ja, sehr schön. So, jetzt haben wir schon wieder einige schöne Sachen hier freigeschaltet. Und ich würde sagen, wir gehen mal in unserem Aladdin-Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt schon mal gesehen habt. Wenn nicht, dann tut's mir jetzt leid. Ne, wisst ihr was, wir machen das anders, Freunde. Wir gehen dann jetzt erst einmal hier raus in die Toybox. Bringen den mal auf Level 2, Level 1, damit wir den gleich, ja, halt in der Heldengalerie aktivieren können. Müssen wir auch machen, ne. So. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann der Marcel 311.000 Funken haben, das ist durch einen Trick, den mir viele in die Kommentare geschrieben haben, im Levelaufstieg. Da werde ich dementsprechend später auch nochmals ein Video zu machen, wie man hier also besser Levelaufstieg machen kann. Da gab ich habe ja meinen Trick gehabt mit der Lava. Dauert viel zu lange. Ich habe jetzt einen anderen Trick gesehen vom amerikanischen Kanälen. Werde ich euch dementsprechend dann auch bald mal ein Video zu machen. Und dementsprechend kann man dann auch viele Funken sammeln. So, wir wollen erst einmal, was wollen wir denn? Wir brauchen einen Gegner. Ne, wir brauchen mal einen Gegner hier. Hm, komm, Herzsoldat. So, okay, machen wir den jetzt erstmal platt. So, er haut hier mit seinem Säbel. Okay, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Okay, die halten aber ordentlich aus, muss ich sagen. Also so stark ist der Aladdin jetzt nicht. Und die geben auch gar nicht viele Funken. Ich frage mich die ganze Zeit, warum geben die nicht so viele Funken? Hat auch nur 3 Lebensleiste da unten. Auch nicht so viel jetzt.
Okay, der kann. Was wirft er? Sein Schwert wirft er. Okay. Gut, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Dann werde ich mal die Nashornwache holen, Freunde. So. Und wenn wir das einfach mal eben so schnell machen. Ist ja auch noch nicht geskillt, also da werden wir ja dementsprechend dann auch nochmal nachholen. Muss ich mir natürlich auch erstmal auf Level 20 bringen und dann klappt das natürlich auch von alleine. So, und dementsprechend dauert das jetzt auch seine Zeit, bis der hier endlich platt ist. Braucht sehr, sehr lange sogar. Ah, jetzt haben wir ihn, okay. Das sollte vielleicht sogar schon, ja, fast, schade. Ich habe gedacht, das reicht vielleicht jetzt sogar schon. So, dann machen wir noch einen Nashorn kaputt. Und dann sieht das auf jeden Fall gut aus. Dann sind wir Level 1. Du hast es nicht anders gewollt. Der andere Nashorn dahinter sieht schon hier, wie sein Partner hier richtig ordentlich Dresche kriegt. Deswegen macht der da gar nichts. So. Machen wir fertig hier? Alles klar. So, haben wir auf jeden Fall jetzt fertig. Jetzt muss ich nochmal eben schnell hier nachholen. Einmal die große Mauer aufgebaut hier, weil ich muss ja auch wieder zurückkommen irgendwie. So. Und jetzt noch die Toybox-Tür. Hier die Tür vom Innenbereich. Machen wir jetzt davor. Genau so. Und dann können wir da jetzt rein. Und dann gehen wir mal eben schnell zu Aladins Bereich, denn wir haben ja ein Aladin-Porträt bekommen und das können wir dementsprechend mal auch schnell dort aufhängen. Ja, dann machen wir definitiv jetzt einmal, ganz schnell. So, jetzt muss ich gerade überlegen, boah, ich habe jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr Innenbereich gespielt. Ich habe vor Release von Skylanders am 10. Oktober, da habe ich schon für 3 Wochen Disney Infinity fertig gehabt und das ist jetzt schon wieder ein Monat her. Ich habe jetzt, glaube ich, über einen Monat keinen Innenbereich mehr gespielt. Da muss ich erstmal überlegen, wo das jetzt genau war. Aber ich denke mal, kriege ich irgendwo wird das schon sein. Irgendwo wird das schon sein. Okay, wir gehen mal hier lang. So, ich weiß nicht, was ihr zum Schluss gesehen habt. Ob das vielleicht der Schneewittchenraum war. Kann sein. Gehen wir mal hier lang als erstes. Machen wir das anders, Freunde. Machen wir das mal anders. Gucken wir mal so. Da ist der Bereich. So, und wo sind wir? Wir sind da. Das heißt, wir müssen zurück. Gut. Und dann müssen wir da hinten runter. Und dann war da der Bereich gewesen. Ja, wie gesagt, schade, dass... Ach du, da ist Ariel. Ich denke, hä? Schade, dass wirklich noch keine Jasmin rausgekommen ist. Aber so ist es halt nun mal. Ja, das ist mein Aladdin-Bereich. Ich weiß nicht, vielleicht könnte sein, dass ihr den noch nicht gesehen habt. Dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen, dass ihr den dann jetzt so seht. Aber, mein Gott, ne. Ist ja nicht schlimm. Da wisst ihr auf jeden Fall, was bald noch auf euch zukommt. So, wir brauchen das Porträt noch eben schnell. Ich frage mich gerade, wo das ist. Iron Man Anzug? Nee. Ach so, kann das sein, dass wir das erst kaufen müssen? Nein, oder? Quatsch. Spielzeugladen. Toll, nee. Hier zum Beispiel in dem Dingern sind jetzt nochmal, in dem Combo-Set sind jetzt Stitch, tropische Zuflucht und Belagerung des Merida-Waldes. Ne? Ja, kommen wir leider nicht dran. Innenbereichsdekoration und dann gehen wir mal ganz schnell hier durch. Hier war nix, 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 hier war auch nix. Nope, 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 no, no, no. Hier. Da Aladdin. Ja. Haben wir doch da. Und wo ist das jetzt? Wo kann ich das jetzt auswählen? Ich möchte das gerne benutzen.
Stadtbewohner, Benutzer. Nee. Meisterhafte Möbel, grundlegende Ausstattung. Vielleicht darunter? Anscheinend nicht. So, hier sind nochmal Fenster. Jetzt gucken wir nochmal hier schnell durch. Aber ich denke mal, hier wird das auch nicht sein. Ah, hier sind doch die Bilder. Ah, sehr gut. So, und da ist auch Aladdin. Ja, das hängen wir doch jetzt auf, Freunde. So, da geht's natürlich nicht. Dann hängen wir das hier auf, würde ich erstmal sagen. Genau. Gucken uns das an. Und sieht doch sogar sehr gut aus. Mir gefällt's. Okay, dann gehen wir jetzt zur Heldengalerie, Freunde. Das kriegen wir hin, indem wir... Okay, indem wir dann wieder zurückgehen. Hoch, bitte. Danke. Heldengalerie. Ist auch cool, dieses... Oh, guck mal da, Maleficent ist schon hier. Super, die habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Ich weiß nicht, irgendwie hat mir das noch nicht gefallen. Ich habe den Film selber auch noch nicht gesehen. Und ja, was ich nicht gesehen habe, da stehe ich jetzt noch nicht so drauf. Zur Heldengalerie. Definitiv möchten wir da hinreisen. Sehr gerne sogar. Dann werden wir uns dort das einmal genauer anschauen. Aladdin, mein Gott. Wer hätte das damals gedacht, als man gesehen hat, Marvels Superheroes, dass dann auch noch solche Charaktere rauskommen. Ich bin froh, dass Donald Duck auch rausgekommen ist. Ich hätte mir vielleicht sogar noch mehr gewünscht. Chip und Chap zum Beispiel, so als eine Figur, als Doppel so. Das wäre vielleicht auch ganz cool gewesen. Naja, gut, dann gehen wir mal eben schnell nach da, Freunde. Denn wir werden auch bestimmt jetzt einiges auf Gold haben. Denn wir haben auch schon einiges geskillt. Wo ist denn unsere Ente? Ah, hier, okay. So, wo? Da vorne. Da vorne leuchtet's, Freunde. Dann gehen wir da jetzt auch mal hin. Was haben wir hier? Da ist der Aladdin. Schön in Bronze. Sehr gut. Ja, und hier müsste dann Jasmin... Nee, ach, hier ist Hiro. Okay, wollen wir uns jetzt nicht anschauen. Da müsste dann der andere sein. Da müsste Jasmin hier vielleicht sein. Ist Jasmin hier? Ja, hier ist Jasmin. Leider noch nicht erschienen. Habe ich eigentlich heute ganz fest mit gerechnet. Bin ich da zum Laden gefahren. Ich denke so, komm, ne? Pack sie mir schön Jasmin auch ein. Hab ihn nicht, sagt er. Okay, habe ich gedacht, er ist schon doof. So, hier haben wir den Donald. Aber Donald ist schon eigentlich auf Gold, Silber und Gold. Genau. Ja, korrekte Sache, oder? Sehr schön. Gut, Freunde, das war Aladdin gewesen zum ersten. Und den werdet ihr bestimmt noch öfters dann in der Toybox und im Innenbereich sehen. Und in dem Sinne, Freunde, bin ich jetzt erstmal wieder raus. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und in der Beschreibung haue ich euch mal einen Link dazu. Da könnt ihr euch Aladdin ja mal anschauen. Vielleicht gefällt er euch so gut, dass ihr ihn vielleicht auch noch euch auch dazu kaufen möchtet. Und ja, in dem Sinne, Dankeschön, Freunde, haut da rein. Und tschüss.